Das Wort klatschnass, das trifft's ganz gut, was über weiten Teilen der Landesmitte in den nächsten 24 bis 36 Stunden passiert. Aber nicht alle Regionen, die sind gleichermaßen betroffen. Zuerst schauen wir uns mal die aktuelle Lage an. Aus Westen, da kommen immer wieder Wolkenpakete mit Regen rein, die vor allen Dingen in den Mittelgebirgen einiges an Regen hinterlassen. In einigen Regionen sind schon 10 bis 15 Liter runtergekommen und bis morgen Vormittag wird es in manchen Mittelgebirgen bis zu 40 Liter Regen geben, teilweise sogar auch noch mehr in einigen Staulagen, vielleicht sogar bis 60 Liter. Und das ist wahrlich klatschnass. Aber die kleinen Mittelgebirge, die haben eine große Wirkung, denn nicht überall wird es gleichermaßen regnen. Vor allen Dingen im Windschatten von der Eifel, da bleibt es teilweise sogar komplett trocken. Das heißt, da kommt fast gar kein Regen vom Himmel, während es wenige Kilometer weiter stundenlang richtig schüttet. Und so sieht es im Windschatten vieler Mittelgebirge aus. Das heißt, wenn ihr in der Landesmitte wohnt, aber nordöstlich von Gebirgen, dann passiert in Sachen Regen gar nicht so viel. Wohnt ihr allerdings auf der West- oder Südwestseite von Gebirgen, dann stellt euch mal darauf ein, dass es bis morgen Vormittag, morgen Mittag nur einmal regnet, nämlich mehr oder weniger die ganze Zeit. Das heißt, ohne Regenschirm solltet ihr wirklich nicht aus dem Haus gehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es bei euch vor Ort wird, dann einfach auf www.wetteronline.de nachschauen oder die Wetteronline-App downloaden. Damit kommt ihr mit Sicherheit trocken durch den Tag. Ich bin Björn Goldhausen von Wetteronline.